2, 1 und wir sind auf Sendung. Willkommen zum Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Onboard Delights, aber in der Business Class ohne Zuzahlung. Habe ich das richtig gesagt? Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Genauso ist das nämlich. Alles neu macht der August in dem Falle. Ja, aber es ist ja noch nicht da. Also man weiß ja gar nicht, was kommt. Also es sollte jetzt im Winter kommen. Stimmt. Also deshalb, es geht jetzt um die neue Heimat an Bord. Heimat ganz groß geschrieben. Wir haben uns auch nochmal drüber auslassen. Tasting Heimat. Und 6 Städte. Wartet jetzt einfach mal aufs Intro. Geht direkt los. Attacke. Ich gebe Gas. Ja, da habt ihr schon das erste Bild, aber wir fangen wie immer an, auch wenn wir andersrum sitzen, Mario diesmal auf der anderen Seite, jetzt habe ich das letzte Mal gelernt, ich mache mal ein bisschen hoch, du bist halb überlagert von der Mozzarella mit Pistazienkernen und so weiter, so sah das Essen in der Business Class aus, aber zuerst mal, mein Name ist Lars und das ist Mario Hoffmeister. Und wir sind hier, um euch mehr Status, mehr Punkte zu bringen. Und ja, das ist der normale Anblick, den man hat. Aber ich muss auch noch die 4 Sachen nennen. Ihr müsst uns subscriben. Danke, dass ihr das getan habt. Ihr müsst uns liken. Ihr müsst uns unten den Kommentar da lassen und die Glocke anmachen, damit ihr bei unserem Live immer wieder erinnert wird. Auch wenn wir spontan live gehen, so wie heute. Wir werden fast täglich wie auf Clubhouse. Aber ich komme jetzt zum dritten Mal auf das Bild. das wunderbare Mozzarella. Schreibt uns doch einfach mal, was war eure Lieblingsspeise bis jetzt bei der Lufthansa in der Business Class auf der Cont? Mozzarella wurde ja von vielen gelästert, war nicht lecker. Ich persönlich fand es sehr lecker. Das hatte ich letzten Freitag auf dem Flug. Da gab es dann auch hier so eine Pistazien, irgendwas Tiramisu-Gemisch. Ich weiß es nicht mehr. Ein bisschen Brot dazu. Die Perspektive ist jetzt natürlich nicht so prickelig, ich weiß, mea culpa, aber so ist das nun mal, so geht das hier bei uns, wenn aus der Hüfte geschossen wird. Dann die andere Variante ist Chicken, ne? Was ist denn das? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Chicken mit Eierpülpe und Zucchini gedünstet und so. Soll ich das mal ein bisschen verschieben, damit man dein Gesicht auch sieht? Warte, ich mach das mal hier so. Zack, ist ja gar nicht nötig. So ein langer Mann, ich glaube, ich bin das Hühnchen. Aber gut. Ja, für dich war das doch ohnehin immer viel zu wenig. Also ich meine, beurteilst du nicht Essen hauptsächlich danach, ob es genug ist oder zu wenig oder tatsächlich auch, ob es schmeckt? Ja gut, im Flugzeug ist Geschmack ja immer so eine Sache. Insofern bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig, wenn es darum geht, dass wir hier über kulinarische Genüsse sprechen. Aber ich finde, dass das Essen der Business Class bei der Lufthansa zwar nicht abwechslungsreich war, aber doch immer so war, dass es okay war. Und ich hatte ja auch schon mal den interessanten Aspekt gesagt, dass wenn man nach Finnland fliegt, dass das genau an der Grenze ist. Und wenn man nach Tallinn fliegt, unter der Grenze, über der Grenze, also das heißt einmal besseres Catering, einmal das kleinere Catering. Da gibt es ja auch zum Beispiel in der Business Class, kann ich auch zeigen, diese wunderbare Broschüre. Und da sind dann halt zum Beispiel Sachen mit Vorspeisen, wo man sogar aussuchen konnte, was man haben möchte. Das ist jetzt nicht ganz aktuell. Dieses Mal gab es auch irgendwas mit Huhn und auch irgendein Fisch, Kaviar oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Aber da wurde dann, ist aber auch jetzt nicht eine wirkliche Abwechslung oder eine kulinarischer Erguss, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und aber das soll sich ja jetzt alles ändern, nicht? Das soll sich alles ändern. Ich würde jetzt einfach mal das Video abspielen, Tasting Heimat. Ja. Das läuft jetzt einfach dazwischen durch. Ich habe es gemutet, damit ihr von der Musik nicht irritiert werdet. Da gehen jetzt natürlich die Städte einmal durch, aus denen es kommt. Ein bisschen emotionale Bilder. Die Chefköchin, junge Sterneköchin in Deutschland 2017 mit dem Messer in der Hand. Der Dennis Puchert, Küchendirektor Produktentwicklung, raspelt sich da ein an den Zwiebeln. Macht da so quasi einen Zwiebelsud. Jawohl, die Sterneköchin. Na, ich glaube, das war für den rheinischen Sauerbraten. Oder was? Von Oberstar? Von Oberstar?
Kann von Oberster sein, natürlich, ja. natürlich. Aber das wird das heitere Raten. Also wenn ihr dabei bleibt, dann werdet ihr auch feststellen, was es alles gibt, weil es gibt 6 verschiedene Städte, die 6 verschiedene Inspirationen haben. Man sieht in den Bildern hier schon einige. Man sieht den Frankfurter Vorschlag, man sah den Münchner Vorschlag, und da war es richtig, die Zwiebeln waren für den Oberster. Das pochierte Ei ist für den Frankfurter und die grüne Sauce. Also insofern gar nicht mal so schlecht. Und dieses Tasting Heimat habe ich jetzt mal für euch, bevor das wieder nochmal anfängt zu spielen, blende ich das mal wieder aus, habe ich euch auch mal Bilder gezogen. Das ist jetzt übrigens das rheinische Produkt. Wir fangen unten an mit der Stadt Düsseldorf. Möchtest du da was zu sagen, Mario, oder soll ich Düsseldorf einfach so? Och, Düsseldorf, du bist doch näher ran, so als ehemaliger Aachener. Öscher ist der Fachbegriff. Öscher, ja, toll. Ja, dann sag mal was zu Düsseldorf und dem Rheinland. Ja, außer dass die falsche Rheinseite ist, ist es halt in dem Fall nicht mit dem Bestseller Der halbe Hahn, so wie Lufthansa das selber in ihrer Werbung schreibt, sondern es ist eine kulinarische Überraschung, in der man, die man in Düsseldorf am besten in der Altstadt entdeckt. Und jetzt ist es ein Beispiel, ein rheinischer Sauerbraten mit Fächerkartoffeln und Brokkoli. Na dann. Dann würde ich sagen, ja, ganz hübsch. Und wir gehen direkt zur nächsten kulinarischen Herausforderung. Das wäre Leipzig. Mario, Sie machen es ja langweilig. Tja, Leipzig. An was denkt man bei Leipzig? Da denkt man natürlich an Leipziger allerlei. Und auch das gibt es dazu. Als Hähnchensalat nach Leipziger allerlei Art. Das wird sicherlich sehr interessant, mit Knollen, Sellerie, Wacholder und schwarzen Walnüssen. Ja, man darf gespannt sein. Leipziger allerlei, normalerweise ist ja ganz lecker. Mal sehen, wie diese Neuinterpretation dann so an Bord schmeckt. Das nächste, darauf würde ich mich ja durchaus freuen. Du ja nicht so, weil jetzt geht es um Fisch. Und welche Stadt kann das dann sein? Ja, also da es um Hamburg geht und um Fisch geht, würde ich dir das einfach den Vortritt lassen. Ich habe das auch einfach mal auf mein Gesicht gelegt, weil ich möchte den Leuten meine Gesichtsausdrücke ersparen. Aber ich schiebe das nochmal ein bisschen rum. Es macht richtig Spaß, das rumzuschieben. Das ist geil. Geile Funktion. Ja, Mensch, dabei ist das natürlich nicht nur lecker, sondern auch gesund. Aber es ist natürlich Geschmackssache. In Hamburg gibt es natürlich Garnelensalat mit einer roten Beete, Kartoffelterrine als Appetizer serviert. Schmeckt wie frisch von der Küste angeblich. Wir sind gespannt. Wir werden es dann irgendwann mal ausprobieren, denke ich, oder? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich ein großer Freund von der Currywurst bin. Ich muss das gerade wieder rumstellen. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das so groß geworden ist. Aus Berlin logischerweise, aus der Hauptstadt des Döners schreibt. Ja, aber auch aus der Hauptstadt der Currywurst, nicht? Oder, ja gut, die Hamburger und Berliner streiten sich ja darum. Ja, genau, also insofern ist das super. Also es ist eine Gaumenfreunde und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr lacht ja, ich hatte ja in der First Class immer die Hamburger, aber die Currywurst, ja, und da hat Benno recht, die gab es bei der Swiss auch mal. Die Geschichte dazu hat uns Just ja mal erzählt. Wir erinnern uns auf Clubhouse. Aber Currywurst, ich finde das eine geile Idee. Also Currywurst ist etwas, was immer geht. Wir haben es gesehen bei Air Berlin mit der Sansibar Bar, ich weiß nicht, ja. Bist du Air Berlin geflogen? Du warst ja sogar Plutonium bei denen. Plutonium, ja, ich bin ab und zu auch Air Berlin geflogen. Das ist aber Currywurst, auch wenn ich bei irgendeiner Veranstaltung war, bei irgendeinem Sommerfest, wo Air Berlin gesponsert hat, immer gab es Currywurst und immer war dort die Schlange ziemlich lang. Ja, also da muss man dann ehrlicherheitshalber sagen, lecker. Ja, aber ich freue mich ganz besonders auf das Münchner Gericht, muss ich sagen. Denn ich habe es auch schon eingeblendet. Ich spiele auch wieder mit rum mit dem... Ich bin halt ein großer Fan von Oberster und den gibt es hier mit Zwiebelsoße und Hackbraten. Da bin ich mal sehr gespannt und vor allen Dingen natürlich dann auf die frischen Zwiebeln des Lufthansa-Chefkochs. Ja. Ich hoffe, dass er die dann auch direkt für uns persönlich in diesen Oberster hineingerieben hat.
Also du meinst von glücklichen Obersttieren? Genau, und von glücklichen Zwiebeltieren. Ja, und da müssen wir halt einfach mal schauen, was das wird. Also es sieht lecker aus, ich bin da Auf gespannt. jeden Fall. Und Frankfurt kommt, oh, das Bild möchte ich auch nicht vorbehalten, obwohl es im Video war, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Da gab es natürlich die grüne Soße oder wie sagt denn der Hesse dazu? Grisos? Ich weiß nicht, wie man es hessisch ausspricht. Hessisch, ich bin auch nicht so gut Ja. im Hessischen. Und auf jeden Fall ist das eine Anlehnung mit jungem Grünkohl an einem pochierten Ei und französischen Macaire-Kartoffeln. Wobei die Frage war, jetzt schreiben wir doch Tasting Heimat und dann kommen da französische Macaire-Kartoffeln. Ist das ein Stilbruch? Ist das eine Naja, Irritation? wenn man die in wenn man die in Frankfurt so dazu isst, dann ist das halt so, ne? Ich war ja. Von Frankfurt aus ist es ja auch nicht mehr so weit nach Frankreich. Also insofern alles gut, alles gut. Da mein Körper ja aus deutschem Bier und deutschem Brot gemacht wurde, freue ich mich auch, Natürlich. dass wir von den 300 Brotsorten, die als immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt worden sind, davon 30, was, 30 Brotsorten, ich muss mal gerade nochmal auf meinen Fuschzettel gucken, ich habe den Text ja auch bei euch, bei einigen reingeschrieben, 12 Brotsorten und 10 Brötchensorten, so ist Super. die korrekte Geschichte, 30 war mein Wunschdenken, soll rotieren, also Ja, insofern im Wechsel. soll auch irgendwie frisch gemacht werden. Nehmt ihr jetzt einen Und Bäcker mit an Bord oder? Oder ich eine Bäckerin oder Backende oder wie das dann korrekterweise heißen muss, ich weiß es nicht. ein Kaisern da, Ein Kaisernder. ein kaiserndes Brötchen. Ja. Ich weiß es nicht. Also insofern finde ich das richtig spannend. Benno, der ja übrigens, glaube ich, da auch irgendwie ursprünglich rauskommt, schreibt, normal ist ein hartgetrocknetes Ei und Salzkartoffel. Insofern ist das kein Frankfurter Ding. Das wollten wir nur mal klarstellen, weil vielleicht, Mario, hätten die Leute sich von deinen französischen Macaire-Kartoffeln bezirzt lassen gedacht, Mensch, das ist ja richtig Frankfurt Bahnhofsviertel. Ja, naja, also es gab ja nur schon in Berlin die Currywurst. Ansonsten müsste man ja auch an das Frankfurter Würstchen denken, nicht? In den USA ja nur unter Frankfurter bekannt. Also insofern hätte man da auch was anderes machen können. Aber alles gut. Ja, aber da Ich möchte meine, ich. es ist ja Ja. ohnehin nur eine Auswahl. Frankfurt, München, Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf. Es fehlen ja durchaus noch ein paar Regionen in Deutschland, bei denen es ja auch oder in denen es ja auch ganz spezielle Dinge gibt, aber passt schon. Ja, ich habe da noch ein Bild, was ich gerade runterlade, was ich euch zeigen möchte. Deshalb drehe ich mich auch von euch weg. Das ist das Schöne, dass man das live einbinden kann. Und zwar, wo du gesagt hast, Frankfurter Würstchen habe ich. Ich muss mir jetzt mal gucken, wie groß das Bild wird. Ja, das ist wieder zu groß. Wahrscheinlich wieder über mich, ja. Ja, über uns beide. Jetzt muss ich das wieder kleiner machen. Und das geht hier. Da haben wir in der First Class, der Tobias und ich, ein Herrengedeck genommen. Drei Würstchen aus der Glasflasche. Gab Gummibärchen dazu, Blattsalat und Ketchup mit Senf. Also wäre super. Was Also will man insofern, mehr? ja, was will man mehr? Das war geil. Ja, also ich erinnere mich, ich habe mal bei der Swiss in der First gab es wie immer die Menükarte und dann kam Maître de Cabin heißt es ja da rum und sagte, ja, Kabam. wir haben Cabin, was Kabam. Besonderes, nämlich eine Wildbratwurst mit Rotkraut und ich weiß nicht mehr, was dazu war. Ich glaube Kartoffelbrei, keine Ahnung. Die habe ich dann genommen und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ein Gedicht. Ein Gedicht, diese Bratwurst. Manchmal ist das Einfachste tatsächlich das Beste. Ja, das ist im richtigen Leben ja meistens so, dass man viele Dinge einfach Einfachheit halber einen am meisten überzeugen. Insofern auch mein Klassiker, ich weiß, Brot, Graubrot, Nutella, Salami, Graubrot in vier Dings schneiden. So hat es Oma gemacht, so war es lecker, so muss es sein. Ja, ich weiß, das kennt man in Goslar nicht. Ihr macht ja nur, Nein, heißt das nein, bei euch Negerkussbrötchen? Ne, wie heißen die Dinger? Negerbrötchen? nein. Ja, so hieß Negerkussbrötchen hießen sie früher mal. Das ist wohl aber politisch jetzt nicht mehr so korrekt. Das war tatsächlich ein Schaumkuss in einem normalen Brötchen. Ja, so hieß das Okay. mal früher. Ja, aber Also das war dafür schreibt man jetzt Heimat groß.
Dafür schreibt man Heimat groß, ja. Testingheim. Absolut. Ja, Testingheimat. Ist auch witzig. Also irgendwie kann man sich nicht so ganz entscheiden, ob man es nun ja, Englisch oder Deutsch macht. So macht man beides. Man hat ja auch mal Rail and Fly. Das hat man ja auch zum Zug zum Flug gemacht, was ich eigentlich ganz witzig finde, weil das hört sich auch durchaus gut an. Hätte man hier auch machen können, weiß ich nicht. So schmeckt Heimat, weil jemand, der deutschen Sprache nicht mächtig ist, kann mit Tasting Heimat auch nicht wirklich was anfangen. Nicht? Also hätte man es auch ganz deutsch lassen können oder hätte man es ganz international gemacht. Aber ich will das gar nicht kritisieren. Die Kollegen der Marketingabteilung werden sich da sicherlich große Gedanken drüber gemacht haben und viel Geld einer externen Agentur wahrscheinlich bezahlt haben, damit man auf dieses Tasting Heimat kommt. Ja, da könnt ihr uns einfach mal unten nochmal die Kommentare reinschreiben, sowohl auf YouTube oder auf Facebook. Und das ist ganz, ganz wichtig, damit wir einfach euer Feedback bekommen, genauso wie es auch der Julian gemacht hat auf YouTube. Ich hätte am liebsten einfach immer ein Frühstück zur Auswahl, da weiß man, was man hat und das ist eigentlich immer ganz gut. Ja, kannst du nicht viel falsch machen, ne? Croissant, ja. Marmelade, Butter, Kaffee, aber finished. Wird das wird es doch wohl nicht schon auch auf den Frühflügen geben. Das ist doch wohl ein Mittag- und Abendessen eher, oder? Ich meine, also wenn ich morgens um 7 Uhr in der ersten Maschine sitze, eine Currywurst, ach Gott, eine Currywurst geht immer, aber das mit der grünen Soße oder den rheinischen Sauerbraten, das ist jetzt auch nicht zwingend mein Frühstück, muss ich sagen. Nein, das sehe ich auch ein. Also ich schätze mal, dass das erst der Anfang ist, weil das sind ja 6 Sachen, die aus 6 Städten, da hat man ja sehr schön auf Nord, West, Süd, Ost und so weiter geachtet. Und ich glaube, wir haben da ja 16 Bundesländer, deshalb kann man da 16 Städte nehmen. Das ist ja spannend. Also es soll rollierend werden, gehe ich ganz fest von aus. Habe auch übrigens die Passage gefunden, da steht auch ganz klar, nahezu alle Tasting-Heimatzutaten stammen aus regionalen Produkten. Gemeinsam mit unserem Catering-Partner Gate Group haben wir uns bis 2023, übrigens Gate Group ist Gate Gourmet, die LSG gekauft haben, nur so als Randbemerkung, das Ziel gesetzt, 100% der Tasting-Heimatzutaten aus Deutschland zu beziehen. Also das einmal dazu. Dann denke ich mal, dass das halt auch etwas angepasst wird permanent. Was mich halt wundern würde, ist, und das sagst du richtig, einmal natürlich von der Uhrzeit her, ich denke mal, also ich selber gehe zu McDonald's auch nicht zum Frühstück, weil ich einen Burger haben will, wenn ich zu McDonald's gehe, nee. Aber ich kann das verstehen, wie morgens Leute da ein Problem haben. Und das andere Thema ist, wie soll das sein, hast du immer 2 davon zur Auswahl? Das heißt also, du hast entweder Currywurst und dein Hamburger Gericht da mit den Rote Beete, das wäre okay, weil ich Currywurst nehmen würde, aber wenn du dann halt was anderes zur Auswahl hast, was ich nicht mag oder wo ich ja gerade keinen Bock drauf habe, dann wird es ja auch wieder langweilig und fade wie der Österreicher Sock, gell? Dann müsste man ja doch wieder, und da muss ich ja wieder meinen Onward Delight, müsste ich doch eventuell was kaufen. Musst du doch, vielleicht kriegst du es dann kostenlos, wenn du in der Business Class sitzt. Wovon träumst du? Wir sind ja bei der Lufthansa, da gibt es nichts umsonst. Stimmt, Entschuldigung, es wäre auch zu komplex. Die Frage ist aber, auf den Kurz- und Mittelstreckenflügen gab es doch ohnehin meist nur. Also zumindest auf den Kurzstreckenflug konntest du ja eh nicht aussuchen. Entweder hast du das genommen, was es gab, oder was du gehört. Genau, aber da, wie ich ja schon sagte, ja, das ist von einem Finnlandflug, da hast du halt 2 Speisen zur Auswahl. Immerhin, und Julian schreibt ganz richtig, man könnte ja einfach eine Vorbestellmöglichkeit einführen. Und genau das ist ja das, was ich auch bei Buy on Board sage, dass man halt wirklich da ganz sicher ist, dass man etwas bekommt, was man mag, damit man halt da nicht in Schwulitäten ist. Und auch eventuell diese Zen-Hon-Geschichte vorher abfragen. Was natürlich pornös wäre, wäre halt, wenn man alle 6 Speisen hätte. Aber wie sieht das am Ende des Tages aus, wenn dann auf einmal nur noch Grünkohl da ist? Oder beziehungsweise, wie heißt das, grüne Soße da aus Frankfurt? Das ist jetzt nicht so meine Hauptspeise. Aber der innerdeutsche oder auch nahe innereuropäische Business-Class-Verkehr, da hast du ja manchmal tatsächlich nur 4, 6, 8, 12 Leute sitzen. Und wenn du jedes Gericht da nur 2 hast, dann ist das ja, mehr oder weniger, musst du es ja dann auslosen, wer was ist, ne?
Das ist richtig. Wobei ich auf dem Finnlandflug jetzt, wo ich am Wochenende nach Helsinki geflogen bin, am Sonntag, da hatten wir bis Reihe 12 Business Class. Heißt also, wenn man von der also ich denke mal, es waren 20 Leute, also das war schon okay. Ja, okay. Aber es ist ja nicht auch immer die Regel, nicht? Also ich habe schon viele innerdeutsche und kleine Hüpfer irgendwo ins nahe Ausland gemacht, da saßen da auch höchstens 6 oder 8 Leute, ne? Kommt ja auch immer auf die Tageszeit an. Das ist richtig. Ja, dann ja, würde ich einfach... Ich wollte dich nicht unterbrechen. Na, ich sag, warten wir jetzt ab, was es dann so gibt und in welcher Anzahl und in welchen Variationen. Auf jeden Fall hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht. Das finde ich ja gar nicht verkehrt. Essen ist ja auch, wie viele andere Dinge, immer etwas, was einer ständigen Veränderung unterworfen ist. Und deswegen schauen wir da mal. Ganz genau. Und hier gilt wieder für euch... Lasst uns wissen, was ihr davon denkt, genauso wie ihr gestern mit uns natürlich noch kommuniziert habt über das Thema Status bei der Lufthansa in 2021, die Verlängerung für die, die 2022 den auslaufend haben im Februar, war sehr spannend noch, auch dann auf WhatsApp, da bin ich auch erreichbar, ihr habt in Facebook allerdings nicht, aber ihr habt auf YouTube in den Shownotes, müsstet ihr immer meine Kontaktdaten haben, wo ihr auf WhatsApp kommt. Vielleicht sollte ich Marios Daten auch mal veröffentlichen, damit ihr auch mit Mario direkt in Kontakt treten könnt. Ja, vielleicht können wir auch einfach eine WhatsApp-Gruppe dafür extra einrichten, damit man sozusagen mit uns gemeinsam in Kontakt treten kann. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Vielleicht sollten wir dafür Geld nehmen. Das könnte man natürlich machen. Das ist ja damit eine unterstützt. Service-Dienstleistung. Ja, ja. Damit wir auch weiterhin so nette Videos machen können, das stimmt. Und auch das Essen mal ausprobieren können. Denn das wird man uns ja nicht schenken. Richtig, Mario sitzt nicht so adrett da, weil er von Luft und Liebe lebt. Nein, das stimmt, ja. Also, insofern können wir das Beispiel, was nochmal von Roland kommt, sagen, AirAsia, da funktioniert es mit Vorbestellen. Ja, das stimmt. Das Problem bei AirAsia war für mich immer, ich wusste immer gar nicht, was es ist. Es gab aber Gott sei Dank Bilder. Also insofern, das war tipptopp. Kann ich mich gar nicht beschweren. Und die waren sogar so flexibel, dass wenn man etwas gekauft hat und die einem dann erklärt haben, was es war und man festgestellt hat, doch nicht, dann konnte man es tauschen. Also insofern, das war eine gute Idee. Waren das jetzt nur sozusagen Bilder des fertigen Menüs oder war neben dem fertigen Menü noch so ein kleines stilisiertes Huhn oder ein kleiner stilisierter Hund, damit man auch weiß, was man so isst? Das war nicht. Das war Essen nach Zahlen. Also insofern war es halt spannend. Nein, also ganz wichtig, die 4 Sachen müssen wir immer einfach erwähnen. Heißt also ganz einfach abonnieren, dann müsst ihr ganz logischerweise den Kanal auch wie immer, nachdem ihr abonniert habt, müsst ihr den Film oder das Video liken, kommentieren, Glocke anmachen. Ganz einfach, ganz schwierig. Ich musste mich wieder konzentrieren, weil ich habe so viele Sachen auf einmal. Aber ihr wisst ja mittlerweile, wie es ist. So ist das. Ja, wir danken artig, dass ihr dabei wart, oder? Ja, und wünschen schon mal guten Appetit. Wer auch immer von uns beiden oder von den Zuschauern Tasting Heimat als erstes ausprobiert. Wunderbar. Dann sind wir für euch bald wieder auf Sendung und danke, dass ihr dabei wart und ihr wisst ja, liken, subscriben, Glocke und kommentieren. Also insofern bis dann. Ciao, ciao.